Miau und herzlich willkommen bei Elefantus Katus. Heute zeige ich euch, welche Karten ich mit Hilfe von dieser Stanze gebastelt habe. Viel Spaß beim Zuschauen! Diesmal habe ich die Karten nach und nach gebastelt, deswegen zeige ich euch nur die Ergebnisse. Aber wenn ihr Interesse daran habt zu sehen, wie ich die Sachen gemacht habe, kann ich natürlich einzelne Karten noch nachbasteln und dazu ein Video machen. Dazu müsst ihr mir nur was in die Kommentare schreiben. Ich lege mal mit der ersten Karte los. Hier habe ich nicht besonders viel gemacht. Hier habe ich nur die Stanze zweimal ausgestanzt und aufeinander geklebt. Dann habe ich ein passendes Papier dazu genommen aus einem Teddyblock. Ein bisschen hier dekoriert, auch mit Perlen, und dann habe ich Baby gestempelt. Wie ihr seht, ist das eine geschlechtsneutrale Babykarte, denn sowas finde ich definitiv schöner als all dieses ganze rosa, blau, keine Ahnung was. Ja, sonst habe ich hier in die Karte ein bisschen auf Papierreste draufgeklebt, damit das ein bisschen Dimension hat, aber trotzdem nicht zu viel. Und das wäre es eigentlich auch schon. Und das ist meine Idee Nummer 1 gewesen zu dieser Stanze. Dann haben wir Karte Nummer 2. Hier habe ich aus der Stanze, ich glaube, so um die 5 Stück ausgestanzt. Und das Ganze dann benutzt, um so einen Kranz zu formen. Ich finde, das ist dann auch ziemlich gut gelungen. Ich hatte eigentlich zuerst vor, das in Grün zu haben, was mir dann aber nicht gepasst hat. Und deswegen habe ich hier das Papier einfach umgefärbt, weil ich das schon alles zusammengesetzt habe mit Distress Oxides. Und den Rest habe ich einfach passend dazu gestaltet. Hier habe ich meinen Plaid-Stempel benutzen können für den Hintergrund. Das habe ich noch sehr, sehr dünn mit so violettem Papier hinterlegt. Und dann habe ich nur noch dieses Happy Birthday to You gestempelt. Auch in derselben Farbe, mit der ich den Kranz eingefärbt habe. Und dann habe ich noch ein paar Details mit einem weißen Stift ausgearbeitet. Und das Ganze dann auf ein bisschen Schaumstoffklebeband drauf getan. Und hier haben wir auch schon die Karte Nummer 2. Dann kommen wir zu Karte Nummer 3. Hier habe ich den gesamten Hintergrund selber gemacht. Da habe ich unter anderem auch mit Stempel, also diese Schrift ist ein Stempel. Das hier ist so eine Schablone von Aktion, was ich mit Dunkelblau, aber auch mit Gold ausgemalt habe. Das sieht man hier, deswegen hat es so eine Art Schatten noch dahinter. Und dieses Thanks, und hier haben wir noch For Everything. Das sind so Rub-Ons gewesen. Und hier habe ich lediglich einmal aus goldfarbenem Papier die Stanze benutzt und dann was dahinter gelegt, indem ich einfach zwei runde Stanzen, die von der Größe her passend waren, benutzt habe, um so einen Mond auszustanzen. Und dann noch ein paar von diesen richtig coolen mattgoldenen Perlen. Und das wäre es auch eigentlich schon. Auch hier habe ich ein bisschen Dimension dadurch gewonnen, dass ich ein bisschen Papierreste hinterlegt habe. Das habe ich letztens in den Videos von Jennifer Maguire gesehen und ich dachte, das ist doch die beste Möglichkeit, irgendwelche komische Reste zu verbrauchen, die man immer wieder mit sich mitschleppt. Und dann ist das auf so einem kraftfarbenen Kartenrolling angeklebt und das wäre es auch schon. Das ist dann meine Idee Nummer 3. Die Karte Nummer 4 ist etwas anders geworden. Ich habe das mir ein bisschen anders gedacht, aber ich finde, es ist im Endeffekt sehr schön geworden trotzdem. Hier haben wir einen schwarzen Hintergrund, den ich mit so einem Prägefolder geprägt habe. Dann habe ich die Sachen, die dann geprägt wurden, ein bisschen mit Gold gefärbt. Aber eben nicht ebenmäßig oder so, sondern einfach nur sie, um ein bisschen hervorzuheben. Dann habe ich hier mit der Stanze ein paar Mal das Goldene ausgestanzt. Und dann habe ich das nochmal aus weißem Papier mehrfach ausgestanzt. Und zwar damit ich das Grüne einfach mit Alkoholmarkern einfärben konnte. Den Rest habe ich dann abgeschnitten, erstmal das Grüne dran geklebt.
Und dann habe ich noch die zwei weiteren Lagen in Rosa ausgemalt und dann nur die Blumen ausgeschnitten. Die ein bisschen so hochgestellt, weil die werden ja hier auch in der Mitte durchgeschnitten und die dann noch im Endeffekt draufgeklebt. Das heißt, es hat irgendwie 4 Schichten oder 5 Schichten, bis wir hier am Ende der Blume ankommen. Und passend dazu habe ich eine rosa Mattung gewählt. Und weil das so alles ein bisschen, ja, magisch angehaucht ist, dachte ich, Fairy Tale passt eigentlich ganz gut dazu. Und dann noch ein für dich, was ich auch dann mit Rosa eingefärbt habe, einfach passend dazu. Und das wäre es auch dann eigentlich schon mit meiner Kartenidee Nummer 4. Jetzt kommen wir zu der letzten Karte und das ist die hier geworden. Hier habe ich hauptsächlich die Stanze nur mit Embossing-Pulver ein bisschen dekoriert. Also ich habe dann 3 Lagen übereinander geklebt und das dann mehrfach mit so einem glitzernden goldgelben Embossing-Pulver überzogen. Indem ihr das mehrfach macht, wird das Ergebnis so richtig eben und man ist sich dann auch sicher am Ende, dass man wirklich alles erwischt hat. Dann habe ich den Hintergrund so ein bisschen mit Distress Oxides und weißem Gouache gestaltet. Ich habe da auch ein paar Schablonen für benutzt und ja, das Ganze soll eben so ein Nachthimmel sein. Dazu noch so ein paar blaue Perlen und ein Happy Birthday und das Ganze habe ich dann auf mehrere Lagen Papierreste geklebt. Also das Schwarze ist mehrlagig, das Blaue ist mehrlagig und hier das hat auch noch ein bisschen extra Dimension. Also insgesamt muss ich sagen, gefällt mir diese Methode. Ach nein, das Blaue habe ich doch auf Schaumstoffklebeband geklebt. Aber in jedem Fall gefällt mir die Methode richtig gut, weil ich finde, dass man so prima irgendwelche alleinstehende oder falsch gestempelte oder falsch geschnittene oder vielleicht irgendwie sonst malträtierte Papierreste nicht in die Tonne kloppen muss, sondern sie wirklich auch verbrauchen kann. Das war meine Idee Nummer 5. Und ich dachte, ich mache noch so ein Mixed-Media-Ding hier. Und zwar habe ich bei einer YouTuberin, ich glaube, die heißt Schattige Pinie oder sowas, verlinke ich auf jeden Fall ihr Video dazu. Da habe ich gesehen, wie sie aus diesen Stanzen ganz einfache Karten gemacht hat, indem sie einfach das Hauptmotiv mit Metallfarben hervorgehoben hat und der Hintergrund einfach schön schlicht schwarz war. Und die Karten fand ich einfach wirklich richtig wunderschön. Und seitdem hatte ich die Idee, eben das ein bisschen so zu machen. Nur, dass ich hier noch ein bisschen Schablonen benutzt habe und ja, verschiedene Farben eben, um das ein bisschen etwas anders zu gestalten. Und dann habe ich noch die Dream Big, also Dream ist einfach draufgeschrieben und Big habe ich ausgestanzt. Und sonst habe ich einfach das Ganze am Anfang schon zusammengeklebt und danach eingefärbt, so wie es mir gefallen hat. Ja, das ist, wie gesagt, keine Karte, das wollte ich einfach so machen. Aber eigentlich könnte man das natürlich auch als Karte benutzen, indem man das einfach zurechtschneidet und ja, auf ein Kartenrolling platziert. Ja, das sind also die 6 Ideen, die ich mit dieser Stanze hatte. Sicherlich gibt es da noch viel, viel mehr damit zu machen und vor allem kann man natürlich jeden von diesen Designs beliebig oft farblich variieren. Von daher kann man eigentlich unendlich viele Karten machen. Ich hoffe, euch haben meine Ideen gefallen. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, welche Karte euer Favorit ist. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so wirklich entscheiden. Ich mag die Karte zum Beispiel sehr gerne. Aber insgesamt finde ich schon, dass ich sehr, sehr verschiedene Karten hier gemacht habe. Deswegen ist es etwas schwierig, sie zu vergleichen. Das wäre es dann auch eigentlich schon. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!